Viele Millionen Menschen in Deutschland vertrauen ihm ihre E-Mails an, ihre Kosenamen, ihre Codenamen und ihre Passwörter. Ralf Dommermuth. Er selbst ist alles andere als gläsern. Das hier ist nicht Silicon Valley. Das ist Montabaur, Städtchen im Westerwald. Hügel, Felder, 12.000 Einwohner und ein Bahnhof, der ICE-Park heißt. Das ist nicht Apple oder Amazon. Es ist United Internet, Deutschlands Digitalriese. Börsenwert? Fast 7 Milliarden Euro. Umsatz in diesem Jahr? Wohl 3 Milliarden. Erwirtschaftet von 7.500 Mitarbeitern. Superlative scheinen Dommermuth wenig zu beeindrucken. Ich habe angefangen im Dachgeschoss, in einem kleinen Raum. Und ich hatte damals einen Partner, der hatte mir zwei Räume reserviert. Und ich habe gefragt, warum denn zwei Räume? Ich bin ja nur einer. Und er sagte, naja, wenn Sie mal eine Sekretärin haben. Und ich habe geantwortet, naja, wofür soll ich eine Sekretärin haben? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil des Erfolgsrezepts, dass wir das Unternehmen ja mehrfach neu ausgerichtet haben, aber immer wieder so ausgerichtet haben, dass wir den nächstgrößeren Trend mitnehmen konnten. Ich finde den Mittelstand großartig. Ich finde, das sagt so viel aus. Das sagt aus, dass man sich persönlich verantwortlich fühlt, dass das Unternehmen ein Gesicht hat, dass die Mitarbeiter wissen, hier ist jemand, der macht das nicht nur, weil sein Vertrag noch zwei Jahre läuft und dann hat er schon das nächste Ticket. Klar, ich lese drei Zeitschriften. Ich habe nur freie Abos bei Stern, Spiegel und Börse Online. Dommermuth lebt das Understatement und er liebt das Risiko. Bereits in den 80er Jahren hatte er eine digitale Vision. 1988 gründet er die Firma 1&1. Da gab es noch kein Internet. Für die Aktionäre ist er sicherlich ein Held. Für Wettbewerber ist er ein harter Knochen, weil er sehr genau weiß, was er will, meistens die richtigen Entscheidungen getroffen hat und selbst jetzt einem Konzern der Deutschen Telekom, ich will nicht sagen Angst macht, aber die herausfordert, obwohl er natürlich deutlich kleiner ist mit seiner Firma, aber er ist schnell, er ist clever, er weiß, was er will. Jüngste Aktion, der Kauf des Glasfasernetzbetreibers Versatel. Jetzt hat er sein eigenes Breitbandnetz. Größer ist nur das der Telekom. Im August überrascht Dommermuth obendrein die Branche mit seiner Beteiligung am Start-up Rocket Internet. Ich glaube, wir brauchen einen klaren Datenschutz, ja, der für alle, die in Europa tätig sind, die gleichen Regeln hat. Weil es kann ja nicht sein, dass wir als deutsches Unternehmen die Kundendaten nicht benutzen dürfen, dass unsere amerikanischen Wettbewerber die aber kunterbunt benutzen und kombinieren dürfen. Ein Macher, auch im Sozialen. Ob UNICEF oder die Westerwelle Foundation, die er mit Guido Westerwelle gegründet hat. Sie fördert in Ländern wie Tunesien den Mittelstand, um Demokratie zu stärken. Er ist jemand, der auch uns hier einschärft. Leute, wenn ihr Leuchttürme bauen wollt, dann zündet nicht irgendwo Kerzen an, sondern baut dann auch tatsächlich Leuchttürme. Also er hat immer den Anspruch, dass auch wirklich etwas Größeres entsteht und etwas Größeres geleistet wird. Leuchttürme bauen, Großes leisten. Ralf Dommermuth. Immer bodenständig, immer risikobereit.